Nach einer langen Nacht, wo ich schon um 8:30 im Bett war, doch einiges geschlafen habe und jetzt mein Kind gerade voll verzweifelt aufgewacht ist, weil es ihm wirklich schlecht geht, das ist verkühlt. Armes Wursti, so richtig fertig, müde, verkühlt und überhaupt sind wir wach und ich habe eingeheizt. Es ist saukalt, ab heute kann ich heizen, ich bin dran, es wird wunderbar, ich freue mich drauf. Dies ist der bunt gestreifte YouTube-Kanal mit grünem Gurkel und das ist der Neulenkbach-Vlog, das ist der mit der blauen Wolke. Trotz widrigster Wetterumstände sind wir auf dem Weg zur Mutter aller Masken. Schauen wir mal, wie es heute ausschaut. Im Regen, von und zu, überhaupt Katastrophe. Oh, sie blüht und sie gedeiht. Perfekt geht es hier. Ich halte es jetzt ganz kurz, sonst ist meine Kamera da eingewässert. Überraschend feucht ist es heute. Ja, das Wetter katastrophaliert. Das Spannende ist, dass gestern schon extreme Covid-Zahlen verlautbart wurden, also in der Zeit im Bild jetzt, obwohl es ja gestern noch relativ schön war. Und dass das so schnell geht, ist ja auch sehr irritierend. Na, wir werden das beobachten. Meine Frau hat mir aus dem Krankenhaus berichtet, dass sie dort ziemlich beschäftigt sind mit Leuten, die keine Luft mehr bekommen wegen der Corona-Sache. Also sie redet da von Bauchlage, das ist so die letzte Möglichkeit vor der Beatmung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die wird ziemlich fertig sein, wenn sie heute aus dem Dienst nach Hause kommt. Sie hat Nacht, so 25 Stunden Dienst gehabt und wird jetzt dann irgendwo so gegen 9 Uhr auftauchen. Ich war bei der Bäckerei in. Am Sonntag reden wir dann über Bäckereien, habe ich schon angekündigt. Und habe noch ein paar, und apropos und, habe ein paar Abverkaufsdinge ergattert, nicht viele, nur zwei so Nussstangerl und so ein Schokocookie. Wo ich hoffe, dass meine Frau sich über das Schokocookie freut. Habe mir selbst auch ein Käsestangerl genehmigt. Wenn man genug Geld in den Geldbörsel hat, gibt man mehr aus. Das ist immer so ein Problem bei mir. Durch diese Kindergartengeschichte habe ich jetzt relativ viel Bargeld, weil das ja bar kommt, wenn da jemand Eintritt bezahlt. Da ist dann mehr Geld im Geldbörsel, obwohl ich schon einiges zur Bank gebracht habe. Was dann sehr schlecht ist, sage ich jetzt mal so direkt. Egal. Ich bin am Weg zum örtlichen Supermarkt, werde Milch kaufen, denn ich habe beschlossen, wir werden am Sonntag Kakao trinken und einen Schluck Milch in Ehren. Meine Frau hat ein Croissant eben von mir gekauft bekommen. Die kann sich da einen Kakao dazu schleudern und dann ist das eine wunderbare, leckere Sache. Ja, und ich habe die 8464 gestern noch fertig gebaut. Ich gebe zu, ich habe an zwei Stellen geschummelt. Ich habe anstatt den 1x2x2 Steinen zwei 1x2x1 Steine verbaut, weil ich die in Altgrau nicht hatte. Ich hatte sie nur in Neugrau. Ich habe es jetzt im Bricking auf der Wanderliste, das heißt, das wird korrigiert. Und was ich nicht korrigieren werde, ist, dass ein Pneumatikschlauch im Fahrzeug drinnen, wo man es nicht sieht, einmal gestückelt ist, weil ich keinen zweiten blauen Schlauch hatte, der 27 cm hat. Da muss ich erst gucken, wo ich blaue Schläuche herkriege, sonst kann ich nämlich das zweite Modell nicht bauen. Also das 8439, glaube ich, heißt der andere. Der ziemlich baugleich ist, nur halt in Neugrau. Ja! So ist das. Ich fahre da jetzt um die Milch. Freue mich, dass es regnet, habe schon fleißig nachgelegt. Der Ofen brutzelt und gurgelt schon. Das heißt, ich kann mich heute schon duschen unter warmem Wasser. Das ist der Plan. Wenn nicht sogar eine Badewanne. Ich habe keine Lego-Videos gemacht, denn ich bin gestern nach 20 Uhr sowas von kollabiert, dass ich um 8:30 im Bett war
und bis, also nicht gleich eingeschlafen natürlich, ich war um 8:30 im Bett und habe dann noch so 1,5 Stunden wach gelegen und danach habe ich dann geschlafen bis jetzt. So. Und jetzt bin ich da bei der Firma Spar und werde einkaufen. Wie sich herausstellt, fahre ich nicht zur Firma Spar, denn es wartet schon eine Kundin auf mich vor der Haustüre. Da werde ich jetzt sofort hinfahren und werde die Kundin beglücken. Die bringt mir einen Computer, der nicht funktioniert. Jetzt schaue ich mir an und werde den reparieren. Das ist der Plan. Hier hupen übrigens Leute, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Wieso muss man am Sparparkplatz hupen? Ja, gut, so ist das. Ich bin am Weg nach Hause, unerwartet, fahre nachher um die Milch, dass meine Frau noch eine kriegt. Oh, ist das ein Stress. Wir werden das auf jeden Fall höchst professionell erledigen und sind alle glücklich. So ist der Plan. So ist der Plan. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Sie sind immer wieder schön zu sehen, wie in diesem Lebensmittelhandel nach wie vor die alten Strukturen funktionieren. Ich rede jetzt von Strukturen, dass ganz, ganz, ganz viele Leute an der Front arbeiten, sprich an der Kasse, Regal schlichten, an der Wurst- und Käsetheke tun, die Arbeit machen. Und dann kommen irgendwelche Schlipsträger, so Manager-Typen, die Entscheidungen treffen. Die kommen und laufen dann herum und machen Notizen und ganz, ganz streng schauen sie und beraten sich miteinander, nicht mit den Leuten, die arbeiten, sondern miteinander beraten sie sich und machen allerlei Stuss. Das ist sehr schön zu sehen, dass das noch funktioniert. Das ist ja etwas, was in meiner Branche nicht mehr funktioniert. Also auch in vielen anderen Branchen nicht mehr. Wenn du in der EDV-Branche nicht ernsthaft am Kunden bist und das machst für den Kunden, dann kannst du entweder handeln, wo die Leute pfeffern, oder die Leute kaufen es online. Es ist sehr spannend. Ja, immer wieder ein Genuss. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass der Sparmarkt, wie viel, 3 Monate? 4 Monate hat er wieder offen? 3 oder 4 Monate? Sagen wir 3 Monate hat er wieder offen. Und die machen das noch immer. Und ich gehe vielleicht einmal in der Woche zur Firma Spar. Und dann sehe ich praktisch jedes Mal so Schlipsträger und ich komme zu unterschiedlichsten Zeiten. Es ist sehr amüsant. Ja, jedenfalls habe ich Milch gekauft für den Kakao meiner Frau. Ich war schon zu Hause und habe diesen Computer entgegengenommen, was ich voll vergessen habe, obwohl ich es mir in den Kalender geschrieben habe. Nun habe ich heute in der Früh schon den Tisch zerschraubt, denn wir haben beschlossen, der Tisch wird ein bisschen verkleinert von der Firma Möbelbau Sulzer. Es ist alles sehr kompliziert. Aber was ich euch wirklich erzählen wollte, ich habe dicke Fische gefangen. Ich war bei der Firma Spar. Und habe bekommen den hier. Das ist der Patros. Der Patros Feta. Und dieser Feta, der läuft ab oder hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von Jänner. Also überhaupt kein Stress. Ja. Es ist heute Oktober, Anfang Oktober. Den haben wir schon einmal gekauft und da habe ich ihn paniert. Und zwar dreifach. Zuerst in die Bröseln, nicht ins Mehl, Bröseln. Ei, nochmal bröseln, Ei, nochmal bröseln. Habe ich noch einen dritten? Ob nicht nochmal bröseln war und Ei. Egal. Und das habe ich dann in der Pfanne ganz vorsichtig rausgebraten. Ich vor ein paar Tagen erst, Wochen, vor einer Woche oder so. Wow, war das lecker. Und da habe ich mich jetzt nicht zurückhalten können und habe alle genommen, die sie gehabt haben. Das ist für zweimal Essen, 7 Stück. Und dann habe ich noch den Grazzi Grillkäse ergattert. Und zwar satte 15 Stück davon. Der hält auch bis Dezember. Also der hält bis Dezember. Das ist so perfekt, um es zum Gemüse oder zum Kürbis dazu zu essen. Ein Kürbis super mit einem. Apropos Kürbisse sollte ich holen. Die sind noch beim Karl im Garten. Die werden wohl nicht mehr wachsen. Die werden wir jetzt einmal nach Hause holen. Vorausgesetzt, sie wurden noch nicht gefressen von diversen Wildwuchs. Jedenfalls freue ich mich, dass ich jetzt so tolle Milchbrühe. Vielleicht werde ich sogar so einen Käse gleich knabbern. Zu meinem Käseweckerl, das ich mir gerade bei der Bäckerei gekauft habe. Über die Bäckereien reden wir übrigens am Sonntag.
Zu Hause werde ich mich jetzt duschen, denn für Baden wird wohl keine Zeit mehr sein nach meiner Zwischendingsdebumste da. Bis jetzt ist kein Fliesenleger da gewesen. Ich habe meine Frau informiert, vielleicht kommt ja doch wer anderer da. Was weiß ich, geht mich ja nichts an. Und werde da jetzt dann baden, dann werde ich duschen, meine ich, dann werde ich mir den Computer anschauen, der gerade gekommen ist von der netten Dame, von der ich original nur die Telefonnummer habe, weil ich ihn fliegend übernommen habe. Und später kommt noch ein behördlich initiiertes Thema, das wird sehr spannend, denn es ist heute ein Termin für uns. Na, schauen wir mal. Also, ich bin hochgradig neugierig. Das Wetter ist mies. Die Anwältin meint, sie wird das heute noch mal klären bei Gericht. Bin gespannt, ob das funktioniert. Nein. Also es funktioniert nicht. Es wird nichts passieren. Das ist völlig klar. Und wenn wieder nichts passiert, glaube ich, dass auch bei meiner Frau der Leidensdruck dann hoch genug ist, damit sie sagt, aber jetzt. Du, jetzt. Jetzt fangen wir an. Und darauf freue ich mich schon. Ha! Kindern geht es nicht so gut, der Kleine kränkelt ein bisschen, der Ältere dürfte ein bisschen müde sein, der hat so Vergessallüren, das ist immer, wenn er zu viel liest in der Nacht und zu wenig schläft, dann vergisst er so ein bisschen das richtige Buch für die Hausübung, ist dann in der Schule und der hat die falschen Gegenstandssachen mit und so, das ist so typisch. Muss man warten, bis sich's einpendelt oder bis einmal ein Erwachsener einen Gizi kriegt und einmal einen Schlussstrich zieht. So funktioniert das im Leben. Aber alles gut, alles wunderbar. Und habe ich noch nicht gesagt. Und. Ha! Heute wird es wieder die Reste des Gyros geben. Mit Kartoffeln und mit viel Ketchup und Mayonnaise. Das ist der große Plan. Die Familie Lohner war da und hat Brokkoli gebracht. Den werde ich jetzt gleich schnitzeln und auf den Holzofen stellen, der schon läuft. Damit wir in den nächsten Tagen Suppe bekommen. Zahlen und Fakten für den 7.10.2021, die Covid-Situation betreffend. 2040 laborbestätigte Fälle, gestern waren es 2041, 8 Verstorbene und 1770 Genesene. Das bringt eine 7-Tage-Inzidenz auf 142,5, 752.164 laborbestätigte Fälle, 28.232 aktive Fälle, 634 im Spital ohne Intensiv, 221 auf der Intensiv, 89.088.903 durchgeführte Testungen, 10.827 Verstorbene und 713.105 Genesene. Unglaubliche Dinge geschehen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen und habe mir gedacht, bist du fertig? Eine 180-Grad-Wendung habe ich da wahrgenommen. Schockierend. Ansonsten sind wir fleißig am Arbeiten. Ich habe gerade Lego-Videos produziert mit vielen Störungen von einem jungen Menschen. Die Qualität hat ein bisschen gelitten, aber sie sind mal aufgezeichnet. Jetzt brauchen wir sie nur mal schneiden. Mein anderer Sohn sitzt da und macht seine Hausübung nicht. Ich zeige ihn dir noch einmal. Er ist ein bisschen videogeil, er ist kamerageil. Schaut euch ihn an, wie er schaut. Und er ist so schön bestrahlt von seinem Notebook. Und wird da jetzt weiterarbeiten, während ich das Telefon abhebe und euch noch einen wunderschönen Abend wünsche. Da bin ich nochmal und ich habe einen kleinen Knacker auf meinen Schoß. Der will euch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Ja, nämlich, dass ich heute krank bin. Der kleine Knacker hat jetzt endlich hochoffiziell von alkoholbasierenden Fieberthermometer eine erhöhte Temperatur bestätigt, 37,5. Was heißt denn das? Dass ich krank bin. Jetzt ist er krank. Au weh, schaut's, wie er leidet. Er kann gar nicht mehr lächeln, ganz wie ein Waschlappen liegt er da. Eine kleine Verkühlung darf doch jeder mal haben. Ja, das war vorher ganz schnell unterbrochen, weil es sind heute Dinge passiert, unglaublich. Meine Frau ist nach Hause gekommen und hat mir Dinge erzählt, da ist es mir wie Haare aus den Augen gefallen. Unglaubliche Dinge sind geschehen. Mein anderer Sohn, der da drüben gerade den Hintern in die Luft streckt, das zeige ich euch jetzt nicht, das wäre sehr inakzeptabel,
hat eine wunderbare Gruselgeschichte geschrieben. Da gibt es immer so Anfänge von Geschichten und dann muss er weiterschreiben. Und da kommt einem das Gruseln bei diesen Geschichten. Es ist wunderbar. Du lass den Fieberthermometer mal liegen. Ansonsten, es gibt Strategieänderungen offensichtlich, die ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, aber die mir nahe kommen. Und es gibt ganz plastische Erklärungen, warum und wieso das so sein muss und was passiert, in Kombination mit einer Erfahrung, die ich heute Vormittag gemacht habe. Wow, fliegen die Fetzen! Das Schöne ist, ja, wir werden nicht mehr lange still sein. Ich freue mich schon, wenn Lärm aufkommt. Da werden die Fetzen fliegen. Vielleicht noch heuer. Das wird spannend. Ich freue mich. Es ist zwar sehr frustrierend, sage ich jetzt mal, aber es kann sich dann jeder seine eigene Meinung bilden. Wir werden alle Fakten auf den Tisch legen und ihr macht dann damit, was ihr wollt. Das ist der große Plan. Das sind glorreiche Schlussworte. Die Covid-Zahlen haben wir schon gemacht, gell? Der isst dein Keks. Wieso isst dein Keks? Wieso isst du einen Keks? Weil du mir gegeben hast. Ich habe dir einen Keks gegeben? Ich habe jetzt einen Verband drauf. Er hat sich nicht wehgetan, er hat nur einen Verband drauf. So ist es. Ja, wie dem auch sei. Sascha Krammel ist online, hat einen YouTube-Kanal seit ein paar Monaten. Wochen? Hat schon 4 Videos. Schaut's mal rüber. Ein sympathischer Kollege mit einer sehr schrägen Frisur. Er kann sich keine Luxusfrisur, wie ich merken, leisten oder was auch immer. Du hast auch keine. Morgen schauen wir, ob es unsere Mutter aller Masken noch gibt. Ich freue mich, wir haben einen roten, einen grünen Faden durch den Vlog. Die Covid-Maske aller Mutter. In diesem Sinne. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem bunt gestreiften YouTube-Kanal im Neulenkbach-Vlog. Das ist der mit der blauen Wolke. Und wann kommt die rosane Wolke? Die machst dann du, wenn du mal einen Kanal machst. Und ich werde dann alle Farben auf die Wolke machen, die es auf der ganzen Welt gibt. Aber erst, wenn du kein Fieber mehr hast. Und wenn ich erwachsen bin. Und wenn er erwachsen ist. Ho, wer das glaubt, dass der mit 9 noch keinen eigenen YouTube-Kanal hat.